Guten Tag, liebe Freunde der Isetta und ihrer Derivate. In diesem Video werden wir uns mit dem Spannungsregler befassen, und zwar mit einem defekten Spannungsregler. Wir könnten deshalb als Zuschauer auch gern die übrigen Freunde und sogar Feinde der altertümlichen Kraftfahrzeugelektrik einladen, denn wir werden versuchen, einen alten Klapperregler, sei es nun Norris oder Bosch, durch moderne Elektronik zu ertüchtigen. Diesen hübschen Karton hat mein Freund Klaus mir beim Jahrestreffen 2018 überreicht, mit diesen beiden Reglern drin. Einer von Bosch und einer von Norris. Und er hat mich damals gebeten, die zu prüfen, weil die beide defekt waren. Zu prüfen und nach Möglichkeit in Ordnung zu bringen und zu justieren. Das ist mir bei diesem hier von Norris halbwegs gelungen. Und darum steht hier IO drauf, aber so richtig das Gelbe vom Ei war das auch nicht mehr, denn die Kontakte da drin sind stark verschlissen. Und bei diesem hier von Bosch, da steht schon NIO drauf, da war nichts mehr zu retten, denn hier waren die Kontakte noch stärker verschlissen, insbesondere der Rückstromschalterkontakt, der liegt hier. Der war stark korrodiert und auch schon auf einen Bruchteil seiner ursprünglichen Dicke runtergebrannt. Da nützte das Reinigen nichts mehr. Das Reglerkontaktpaar hier auf dieser Seite, da sind die beiden Kontakte an der beweglichen Zunge völlig weggeschmort. Die sind gar nicht mehr da, sodass jetzt das Trägerblech die Kontakte berührt. Der ist also, wie man in England gern sagt, beyond repair. Den kann man nicht mehr instand setzen. Hier unten der Feldwiderstand ist auch kaputt. Der ist mechanisch beschädigt, weil die Schutzhülse aus Stahlblech weggerostet ist. Wenn es der nur wäre, dann könnte man den erneuern. Wie das gemacht werden kann, habe ich im Buch Isetta Schrauber gezeigt. Den Ehrgeiz zu haben, jetzt an diese Zunge neue Kontakte aufzunieten, selbst wenn man sie hätte, das ist ziemlich sinnlos. Wir sehen hier übrigens einen Unterschied bei der Gelegenheit in der Klemmenbelegung. Bei Bosch sitzt die Klemme D+ 61 ganz rechts und DF sitzt daneben. Bei Norris ist es umgekehrt, da sitzt die Klemme DF ganz rechts und die Klemme D+ 61 sitzt daneben. Außerdem gibt es ja noch andere Unterschiede wie Aluminiumgehäuse und Stahlblechgehäuse, aber die Alugehäuse hat es auch bei Bosch gegeben. Wenn man die Kappe des Norris-Reglers entfernt, dann sieht man, dass auch die Reglerbauart eine andere ist. Das hier ist der entwicklungsgeschichtlich ältere sogenannte F-Regler. Das ist der jüngere Z-Regler. Der F-Regler hat eine stehende Spule, hier ist sie. Der Z-Regler hat eine liegende Spule. Der F-Regler ist beim Einstellen anspruchsvoller als der Z-Regler, weil er hier diesen Winkelhebel und die Umlenkung hat. Man sieht auch, dass der Feldwiderstand anders gestaltet ist. Dieser hier ist rund und kurz. Hier ist er aufgeteilt auf zwei lange eckige. Die Funktion ist aber gleich. Man kann auch sehen, dass das Anlassrelais anders gestaltet ist. Bei Bosch hat es eine liegende Spule und der Kontakt ist unten. Bei Norris hat das Anlassrelais eine stehende Spule. Der Kontakt ist auch unten, ist aber nur ein einzelner Kontakt. Man sieht das hier von oben. Der Kontakt ist ein einzelner Kontakt. Und hier ist es ein doppelter Kontakt, der einmal hier und einmal da berührt. Das ist ein Kontaktplättchen auf der Seite im Kupferbalken und auf der Seite in dem Messingwinkel. Klaus hat freundlicherweise gesagt, wenn das so alte, unzuverlässige Scheißdinger sind, dann schenke ich sie dir. Nachdem dieser defekte Bosch-Regler jetzt 5 Jahre herumgelegen hat, möchte ich ihn aufhübschen, indem ich zunächst diesen alten Reglerklapperatismus operativ entferne und dann in diesen verfügbaren Bauraum von 5 cm mal 4 cm mal 4 cm einen elektronischen Regler einbaue. Um den Regler zu entfernen, müssen hier einige Lötverbindungen abgelötet werden. Und hier ist zum Beispiel eine Kontaktfahne, die hier angenietet ist und mit dieser Klemme verbunden ist. Und da diese Klemme selbst auch von diesem Nietpaar gehalten wird, werde ich die Nietverbindungen schonen. Man sieht ja von der Unterseite, dass jede dieser Klemmen mit 2 Nieten befestigt ist. Und darum werde ich von dieser Seite die Nietköpfe nicht entfernen, weil ja dann die Klemmen ihren Halt verlieren würden, sondern ich werde hier vorsichtig diese Fahne abtrennen.
und auch hier die Fahne abtrennen und auch da. Auf diese Weise bleiben alle Nietverbindungen unangetastet und fest. Im ersten Schritt habe ich von dieser Klemme D+61 diese zwei Leitungen abgelötet, die hier beide drin waren. Diese Klemme ist oben geschlitzt. Diese Leitung von der Stromspule des Rückstromschalters saß so hier drin. Und diese Leitung, die zur Spannungsspule des Reglers geht, saß hier seitlich auch mit dran. Das ist die Sensorleitung, wenn man so will, welche die Spannung, die die Lichtmaschine an den Pluskohlen liefert, der Spannungsspule zuführt und damit die Magnetkraft dieser Spule beeinflusst. Und das ist die Stromspule, die dem Rückstromschalter meldet, dass ein Rückstrom fließt. Dass also bei langsamer werdender Drehzahl Strom von der Batterie in die Lichtmaschine fließt. Und das ist gleichzeitig der gravierende Nachteil dieser mechanischen Rückstromschalter. Die öffnen erst dann, wenn tatsächlich ein nennenswerter Batteriestrom in die Lichtmaschine fließt. Und das ist bei Kolonnenverkehr mit allgemein niedrigen Drehzahlen im Winter mit eingeschaltetem Licht eine Garantie dafür, dass die Batterie nicht vollgeladen wird. Diesen Lötpunkt hier tasten wir nicht an, denn der gehört zur Anlasserfunktion. Das ist Klemme 50. Diese Klemme führt über die Lötstelle und diesen Draht die Spannung zur Magnetspule des Anlasserrelais. Und wenn hier 12 Volt draufgelegt werden, dann zieht das an. Da das Anlasserrelais nicht gewechselt wird, bleibt das unangetastet. Hier unter diesem Klebstoffknubbel befindet sich auch eine Verbindung, nämlich von der Spannungsspule zum Feldwiderstand, der hier unter dieser Grundplatte sitzt. Das müssen wir aufknibbeln. Das ist keine Lötstelle, sondern hier sind die Leitungen miteinander verpresst, weil der Widerstandsdraht, aus dem der Feldwiderstand besteht, sich nicht gut löten lässt. Darum hat man die beiden Leitungen mit einer Kupferquetschhülse verbunden, die hier schon so ein bisschen Grünspan angesetzt hat. Diese Hülse kratzen wir frei und drücken sie dann mit der Zange entgegen der Quetschrichtung auf. Wir schauen auf das Ende der Quetschhülse und drücken die mit Hilfe einer genügend stabilen Zange möglichst rund, und zwar auf ihrer ganzen Länge. Und wenn wir dann dran ziehen, dann können wir sie von den beiden eingequetschten Drähten abziehen. So. Denn dadurch, dass sie zum runden Röhrchen zurückgeformt wurde, kann sie die Drähte nicht mehr länger einklemmen. Der eine hier, ganz dünn, ist der Draht, der hier zu der Spannungsspule geht. Der etwas dickere geht runter zum Feldwiderstand. Und dieser Feldwiderstand muss auch von seiner Vergussmasse befreit werden. Der ist sowieso hinüber und dann können wir seine beiden Enden daraus ziehen. Das sitzt hier so wie eine Schmetterlingslarve in einem Kokon. Und man sieht, das ist so eine Textilisolierung. Außen drunter ist das Blechgehäuse, das gerne kaputt rostet. Wenn wir auf elektronische Regelungen umbauen, brauchen wir diesen Feldwiderstand nicht mehr. Der ganze Reglerkörper, das heißt diese Grundplatte, dieser Winkel hier, ist von unten mit dieser Schraube befestigt. Die rechte Schraube dient zur Befestigung des Anlassrelais, die rühren wir nicht an. Wir werden also diese Schraube als nächstes lösen. Die sitzt vermutlich gut fest, sodass wir da von vornherein mit einem Schlagschrauber arbeiten werden. Ich habe hier den Schlagschrauber in der Hand, aber bevor ich da drauf klopfe, versuche ich es erstmal im Guten. Es geht auch so. Aber die Klinge muss gut passen, wenn man die Schraube nicht verwürgen will. Hier an diesem Messingwinkel habe ich die Verbindungsschraube bereits vorher gelöst. Und nun lässt sich der Regler notfalls, indem man hier mit einer Messerklinge dazwischen fährt und etwaige Verklebungen löst, von der Grundplatte lösen. Und rausziehen. Hier diesen Klebstoffknubbel müssen wir noch überlisten, damit wir die Leitung lösen können, die zur Spannungsspule geht. So, da ist sie. Und nun können wir auch sehen, dass von diesem Kontakt an der Reglerzunge buchstäblich nichts mehr übrig ist. Das ist alles weggeschmort. Auf der anderen Seite sind nur noch zwei klägliche Reste des Kontaktmetalls zu sehen. Da ist der Kontakt ganz verschwunden.
Dieser Winkel hier wird auf jeden Fall verschwinden, damit ich so weit wie möglich an das Anlasserrelais ranrücken kann. Dieser hier wird auch verschwinden, der hier. Denn anlöten kann ich ja hier. Diesen Kontaktwinkel brauche ich nicht mehr. Und den Gegenkontaktwinkel werde ich auch nicht brauchen. Der soll auch weichen, hier soll was anderes hin. Ich säge diesen Kontaktwinkel ab. Alan Milliard zersägt auf diese Art ganze Motorengehäuse. Das ist auch wieder ein ganz übel zugerichteter Kontakt. So, dann kann gleich da drüben der auch noch weichen. Das ist der Massekontakt. Wird auch nicht mehr benötigt. Und auch der hat schon bessere Zeiten gesehen. Zu guter Letzt nehmen wir noch hier diesen Rückstromschalterkontakt weg, der mit der Klemme B+ verbunden ist. B+ 30, da muss ich aber später wieder dran. Also lasse ich mal diesen Winkel stehen, diese Lasche nach oben stehen und trenne nur hier diese ab. Das kann ich aber mit der Säge nicht machen, weil ich keinen Platz habe, denn ich möchte diese Spule nicht abbauen. Also muss ich hier irgendwie kunstreich einen Schnitt in dieser Richtung hinbekommen. Den Winkel versuche ich jetzt mit einer ganz schmalen Trennscheibe abzutrennen. Was auch ganz gut funktioniert. Die Scheibe wird natürlich schnell kleiner bei der Übung. Schon ist er weg. Hier ist er. Er hat tiefe Krater. Ist also böse weggeschmorgelt. Das war einer der Rückstromschalterkontakte. Und hier in die Mitte dieser Lasche schleife ich nun gleich einen Schlitz rein. Mit diesem hier als Vorbild, damit ich dort später eine Leitung gut einlöten kann. Ich möchte jetzt die Behausung des Feldwiderstandes entfernen. Dazu schleife ich hier den Nietkopf weg in Bildmitte, dort. Nachdem der Nietkopf flach geschliffen ist, meißle ich das Blechgehäuse des Feldwiderstandes weg. Wir sehen, hier war gleichzeitig ein Ende des Widerstandsdrahtes eingeklemmt und mit Masse verbunden. Ich schleife den Nietkopf plan, damit er bündig mit der Blechfläche ist. Der Niet sitzt so fest, dass ich mich entschließe, ihn drin zu lassen. Er stört ja nicht. Mein Plan ist, den Rückstromschalter durch eine Leistungsdiode zu ersetzen, die 25 Ampere schalten kann. Es gibt auch eine, wenn man so will, Halbschwanger-Lösung, dergestalt, dass man nur den Rückstromschalterkontakt durch eine Diode ersetzt und den eigentlichen Spannungsregler mit diesem Doppelkontakt und der Schwingzunge so lässt, wie er war. Das bringt schon eine deutliche Verbesserung. Karl Hertweg hat das in seinem Kupferwurm beschrieben. Aber mein Plan ist, auch die Regelungsfunktion durch einen vollelektronischen Regler zu gestalten. Wenn wir einen ungefähr 60 Jahre alten Gleichstromgenerator umrüsten wollen von der altmodischen Klappermechanikregelung auf eine vollelektronische Regelung, dann haben wir die Anschlüsse der Feldwicklung zu beachten. Denn da gab es von Hersteller zu Hersteller Unterschiede und die gibt es auch heute noch. Bei den elektromechanischen Reglern war es bei Bosch und Noris immer so, dass das masseseitige Ende der Feldwicklung über den Regler geführt wurde, dort an Klemme DF ging. Also sprach man dort von minusseitiger Regelung. Bei anderen Reglerherstellern wurde die Plusseite der Feldwicklung geregelt. Da war die Minusseite fest mit Masse verbunden und die Plusseite wurde an den Regler geführt. Das war beispielsweise bei allen DKWs so, bei den Siebar-Lichtmaschinen. Aber auch bei ausländischen Reglern war es so, Lukas beispielsweise. Nun gibt es heute elektronische Regler für beide Varianten,
sowohl für plusseitige Regelungen als auch für minusseitige Regelungen. Wir haben hier also original eine minusseitige Regelung. Und wenn wir einen Regler wählen, der plusseitige Regelung verlangt, und das ist bei dem so, den ich hier nach Schaltplan bauen will, dann müssen wir das Feldwicklungsende, das bisher fest mit der Pluskohle verbunden war, mit beiden Pluskohlen verbunden war, nach außen führen, zum Regler hin. Und das negative Ende der Feldwicklung, das bisher an der Klemme DF des alten Reglers saß, das müssen wir fest mit Masse verbinden. Auf diese Weise erhalten wir eine plusseitige Regelung. Wie man das in der Praxis macht, schauen wir uns jetzt mal an. Bevor wir den Feldwicklungsenden zu Leibe rücken, werden wir erstmal kurz betrachten, wie die Lichtmaschine sich verhält, wenn sie ungeregelt läuft. Wir lösen zu diesem Zweck das minusseitige Ende von Klemme DF und schließen es direkt an Masse an. Dann ist die feststehende Feldwicklung im Stator ständig mit der Rotorwicklung, also der Ankerwicklung, der rotierenden Wicklung verbunden und bekommt die volle dort induzierte Spannung ab. Ich werde die Lichtmaschine jetzt antreiben mit wachsender Drehzahl. Das Instrument steht auf Messbereich 20 Volt, das heißt Vollausschlag nach rechts sind 20 Volt. Und wir werden diese 20 Volt jetzt auch mühelos erreichen und auch mehr als das. Ich treibe jetzt die Lichtmaschine an, zunächst mit langsamer Drehzahl. 500, 600, 700, 800, 900, 1000 Umdrehungen, 1100. Jetzt geht die Spannung hoch auf 10 Volt. Die zweite Skala von oben ist abzulesen. 12 Volt bei 1200 Umdrehungen, 14 Volt bei 1250, 16 Volt bei 1370, 18 Volt bei 1430, 20 Volt bei 1500. Ich benutze ab jetzt das Digitalvoltmeter und stelle es auf 200 Volt Messbereich ein. Wir fahren nochmal hoch. Ohne weiteres bis auf fast 30 Volt läuft, wenn wir 2000 Umdrehungen erreicht haben. Weiter will ich diesen Versuch nicht treiben, weil sonst die Feldwicklung gefährdet ist. Denn bei doppelter Spannung fließt natürlich auch der doppelte Strom dadurch. Nun ist das minusseitige Ende der Feldwicklung wieder an Klemme DF des Reglers angeschlossen. Und wenn wir jetzt die Drehzahl erhöhen, dann wird die Spannung nicht über knapp 15 Volt steigen. 1000 Umdrehungen. 2000 Umdrehungen. Wir haben 14,5 Volt. 3000 Umdrehungen. Wir haben 15 Volt unbelastet. Und 14 Volt mit einer Last von 120 Watt. Einen besseren Zugang zu dieser reich besetzten Klemme am Generator Pluskohle unten rechts zu erhalten, nehme ich diesen Blechdeckel ab. Löse also die vier Senkschrauben, nehme den Deckel weg. Eine dieser beiden Leitungen ist die, die wir lösen müssen, und zwar die dünnere, beweglichere, diese hier. Das ist die plusseitige Leitung der Generatorfeldwicklung. Und die dickere Leitung, die hier oben rauskommt und zur Pluskohle geht, die gehört zur Anlassfunktion. Die muss natürlich bleiben. Wir lösen diese Klemmschraube, nehmen sie heraus, mitsamt ihrem Federring, ziehen nun nur diese Leitung heraus und schrauben die übrigen Leitungen wieder fest. Die blaue geht raus zum Regler, an Anschluss D+. Die gelbe von oben geht, wie gesagt, zur Anlasserspule. Die gelbe nach unten geht zur anderen Pluskohle und dann haben wir ja noch die Litze von dieser rechten unteren Pluskohle selbst. Also waren es vorher sage und schreibe 5 Leitungen an dieser einzigen Schraube und danach sind es nur noch 4. Das ist auch mehr als genug. Und jetzt können wir erstmal provisorisch für spätere Versuche
hier mit einem gleich großen Kabelschuh ein Kabel anschließen, indem wir beide Kabelschuhe mit einer durchgesteckten Schraube verbinden, das Ganze isolieren, damit es nicht an Masse kommt. Und die äußere Leitung, die rot-schwarze, die bisher an Klemme DF des Reglers geht, die werden wir, wie gesagt, dann direkt mit Masse verbinden. Und das wird künftig das Ende der Feldwicklung sein, das geregelt wird. Dieses Ende wird also über den elektronischen Regler geführt und hier weist der Regler der Feldwicklung die notwendige Spannung zu, abhängig von der erzeugten Spannung hier am Läufer. Bei dieser Gelegenheit können wir auch mal den Widerstand der Feldwicklungsspulen messen, indem wir einen Pol des Ohmmeters an das innere Ende anschließen, den zweiten Anschluss des Ohmmeters an das äußere Ende der Feldwicklung anschließen und die Anzeige am Ohmmeter auf der oberen Skala ablesen. Der Nullpunkt ist rechts, sind also 4 Ohm. Da die 4 Feldspulen hintereinander geschaltet sind, heißt das also, dass jede der Spulen einen Widerstand von 1 Ohm hat. Weil das Feldwicklungskabel in der Lichtmaschine gelb ist, nehme ich auch für das nach außen führende Kabel mal eins mit gelber Isolierung. Gebe etwas Lötzinn auf die Lötkolbenspitze, damit ich einen guten Wärmeübergang erreiche. Da kommt jetzt schon mal ein Stück Schrumpfschlauch drüber, der später fest geschrumpft wird. Und auf die andere Seite kommt auch zunächst ein Stück Schrumpfschlauch, bevor ich an die andere Seite einen Kabelschuh für M5 anlöte. Etwas Lötfett als Flussmittel und den Kupferdraht, dann den Kabelschuh drauf. Hier nochmal etwas frisches Lötzinn drauf, damit wir ein Bad haben, in dem die Wärme gut fließt. Dann das Kabel einlöten, erkalten lassen, den Schrumpfschlauch drüber schieben und den Schlauch festschrumpfen. Dies an beiden Enden. Bevor wir die Leitung jetzt verbinden mit der Leitung im Lichtmaschinengehäuse, stecken wir ein reichlich bemessenes Stück Schrumpfschlauch über, das auch das Schräubchen und die Mutter beherbergen kann, die hier noch drunter passen müssen. Die beiden Leitungen sind nun verbunden. Der Schrumpfschlauch ist einstweilen noch nicht festgeschrumpft, isoliert auch so hinreichend. Später werden wir ihn dann festschrumpfen und diese Leitung durch die obere Kabeldurchführung am Lichtmaschinengehäuse führen, mit eingezogen in diesen Kabelstrang, der oben aus dem Lichtmaschinengehäuse herauskommt. Diese Alukappe ist serienmäßig mit 2 Blechschrauben befestigt, während die Stahlblechkappe ursprünglich mit 2 Blechlaschen, deren jeder ein Fenster hat, an 2 aus dieser Grundplatte rausragenden Fingern befestigt war. Das heißt, hier war keine Schraube drin und wenn man den Deckel abnehmen wollte, dann musste man die Blechlasche nach außen biegen, damit sie von dem Finger freikam. Das geht natürlich nur höchstens 3-mal, dann bricht die Lasche ab. Um den Deckel beliebig oft abnehmen zu können, wenn das mal nötig ist, habe ich hier diese Lasche etwas umgebaut. Hier oben ist das rechteckige Fenster zu sehen, das sich dazu anbot, dort den Tropfen Hartlot reinlaufen zu lassen. Und hier unten ist eine aus rostfreiem Stahlblech gefertigte Laschenverlängerung dran, gefertigt aus einer solchen Zunge einer ausrangierten Laserdrucker-Tonerkassette. Um diese Blechlasche festzuhalten, bis das Lot gebunden hat, eignet sich eine solche Krokodilklemme eines ausrangierten Ladegerätes. Die läuft dann zwar so ein bisschen bläulich an durch die Wärme, das hindert sie nicht am Zubeißen. Sind die Blechlaschen einmal dran, wird der Deckel aufgesetzt, natürlich mit seiner eingelegten Gummidichtung. Und dann bohrt man in diese Grundplatte durch dieses Loch hier leicht an und anschließend mit dem Kernmaß von M3 hier durch. Das Kernmaß von M3 ist 2,5. Und dann wird hier ein Gewinde M3 reingeschnitten. Inzwischen sind alle Zutaten eingetroffen, sodass wir daraus jetzt was Leckeres kochen können. Es sind 12 Teile, aus denen wir die Schaltung aufbauen werden. 1, 2, 3, 4 Transistoren. Davon dieser dicke hier ein Leistungstransistor. Eine Zener-Diode, eine Freilaufdiode, eine Leistungsdiode, die der Olle Hertweg Ventilzelle genannt hätte, ein ELKO, also Elektrolytkondensator, ein Spindeltrimmer, also ein verstellbarer Widerstand und 3 Festwiderstände. Dort hinten eine Leiterplatte, auf der die Kleinteile aufgebaut werden sollen. Die beiden großen Ömesse hier, die werden einzeln montiert. Die brauchen beide einen Kühlkörper.
Und als kleines Schmankerl soll in das Gehäuse hinein noch dieser Miniaturlüfter, der soll dann an Clementi Plus 61 angeschlossen werden, sodass er nur dann Spannung erhält und nur dann läuft und den Mief im Gehäuse verquirlt und aus dem Gehäuse herausschafft, wenn die Lichtmaschine Spannung liefert. Zu diesem Zweck werden hier in dieses Gehäuse später Schlitze auf einer Seite und Schlitze auf der anderen Seite angebracht, damit da drin Durchzug herrscht. Denn wir haben ja keine Fahrtwindkühlung, weder in unserer Isetta noch im 600. Im 600-Motorraum wird es sogar besonders warm. Da müssen wir also mit diesem kleinen Fremdlüfter für etwas Kühlung sorgen. Halte ich jedenfalls für opportun, das zu machen. Nun sägen wir die überschüssige Breite der Leiterplatte ab. Ich habe die hier aufgespannt auf einen Blechwinkel. Der Korkquader verteilt die Spannkraft der Schraubzwinge auf die gesamte Fläche der Leiterplatte. Die Lötseite ist unten. Und diese Kante soll mein Sägeblatt führen. Hier ist ein Bleistiftstrich aufgezeichnet, der genau auf der Höhe dieser Blechkante liegt. Wer eine Bandsäge hat oder eine Tischkreissäge, eine kleine, eine ganz fein gezahnte, der kann das natürlich auch darauf absägen. Nun lasse ich diese Blechkante das Sägeblatt führen, drücke es also etwas in Richtung dieses Blechwinkels und säge hier fröhlich den Streifen ab. Anschließend entgrate ich das noch so ein bisschen mit der Feile. Messe mal, ob ich mein Maß von 46 mm erreicht habe. Ja, das ist der Fall. Nun reduzieren wir noch die Höhe der Leiterplatte. Damit sind wir am Ende des ersten Teils dieser zweiteiligen Videoserie. Im zweiten Teil werden wir alle Komponenten zu einer Schaltung zusammenbauen, die Teile in das Gehäuse einpassen, also sinnvoll anordnen, so dass alles unterzubringen ist. Und wenn das geschehen ist, werden wir den so neu erstellten elektronischen Spannungsregler auf den Lichtmaschinenprüfstand nehmen und uns dort davon überzeugen, dass er auch tut, was wir von ihm erwarten. Also bleibt auf Empfang, bis zum nächsten Mal, macht's gut für heute und tschüss.